Hallo und willkommen zum dritten Part. Oh mein Gott, wir haben über 40 Minuten überlebt. Wir haben in einem Elfenbettchen gepennt. Es war sanft und weich und sanft und weich und sanft und weich und hatte Ohren. Und es hat mir gesagt, dass ich geschnarcht und gefurzt hätte. So ein böses Bett. Ich könnte es in seine nicht vorhandenen Eier treten. Und ich beute hier die Elfen ein bisschen aus. Also gebratenes Fleisch würde ich doch sehr bevorzugen. Hier haben wir einen besseren Bogen. Malostick. Und ein Schwert, der den Bogen, mit dem kann ich mich anfreunden, hätte ich beinahe im letzten Part Selbstmord begangen. Ich hätte geweint. Waren wir da schon drin? Glaube ich nicht. So, dann geht's mal hoch. Maloren. Bäume sind das hier. Jetzt fällt mir wieder ein. Lembas, was ist das? Was ist das? Was ist das für ein Scheiß? Oh ja, 5 Äpfel. Jetzt haben wir endlich mal einen gescheiten Vorrat. Also es lohnt sich doch ein bisschen die Elfen hier auszubeuten. Egal, ob es moralisch oder ethisch gesehen Kacke kommt, aber es ist mir wix egal. Wäre beinahe ins Loch gefallen. Poolparty, komm. Darf sich ja nicht hauen. So. Ja, natürlich. Welcher Penner hat das hier eingerichtet? Alter, wie das hier aussieht. Bäume hier. Also die Wohnung bitte blätterfrei halten, wäre nett. Ja, Fettsack. Häng nicht so viel am Computer rum. Was ist das überhaupt? Nehmen wir auch mal mit. Ein etwas besseres Schwert. Balancewort. Ich glaube, das ist so ein Holzschwert. Das erklärt auch den Bogen. So. Und wir gingen die Leiter herunter. Würde doch eher was anderes bevorzugen. Oder drüber. Es war nur Ficky Faggy Kies. Ja, jetzt ist es mir eingefallen. 20 Stunden später. Aber wenigstens werden wir nicht verhungern. Lauft weg von mir. Oh. Brüste. Endlich wurde in Minecraft Brüste eingefügt. Ich habe mich so danach gesehnt. Oh, darf ich mal touchen? Also das... geil. Einfach nur geil. Da ist eine Höhle. Hier soll es auch anderes Erz geben. Silber beispielsweise. Kann ich das überhaupt essen? Sieht mir aber eher nach Kot aus oder so.
Hier geht die Siedlung ja noch weiter, die ist verdammt groß. Und ich könnte ein paar Pfeile gebrauchen. Aber ich bin in Minecraft ein extrem guter Bogenschütze. Wenn ich Bogen kriege, dann ist mein Tag gerettet. Dann kann mich kaum noch was töten. Also dann müsste ich mich echt dumm anstellen, dass ich getötet werde. Oder verdammt seltene Zufälle eintreffen. So. Haben wir denn hier noch mehr Äpfel? Gut. Ich weiß nicht, ich heb die mal auf. Die sehen so schön aus, diese Schwerter. Deswegen hebe ich die mal mir auf. Alter, der Mod-Hersteller kriegt von mir ein Lob. Der kriegt von mir ein wunderschönes Lob. Das hat er hier so geil umgesetzt. Seine Idee. Und seine Idee war schon geil. Also, ein riesiges Lob bis jetzt. Es sieht so verdammt genial aus. Die Bäume hier und alles. Was sind das? Oh ja, Pfeile. Geil. Einfach nur geil. Ich glaube, meine Steinschwerter sind stärker als die Malonschwerter. Schwerter. Weil da Malons Wort dran steht, das englische Wort. Und was wollte ich dir gerade nochmal? Achso, die Pfeile. Jetzt haben wir wenigstens 3 Schuss. Also es lohnt sich, verdammt nochmal. Es lohnt sich, euch auszubauen. Oh, das Wachturm oder was das auch ist. Au. So. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Mein Ernst. Ich glaube, meine Stimme ernst klingt oder nicht. Wenn ich da zu, wenn ich hinzufüge, das meine ich ernst, dann meine ich es ernst. Möge meine Stimme noch so beschissen klingen. Und ich hüpfe auf Malorenbäume, wie schön. Toll gemacht, Serax. Deine Kletterei, ja. Da merkt man, dass der Mensch auch ein Verwandter vom Affen ist. Das merkt man so richtig schön an deiner Kletterei gerade. Die du hier vollbracht hast, Serax. Und ich rede hier in zweiter Person mit mir. Ist das eine geile Scheiße? Ich hätte auch sterben können. Wenn ich wieder so tief falle, dann sterbe ich. Also im Moment. Dabei wollte ich doch nur hier hoch. Das macht auch so viel Sinn. Wo geht's denn hier rein? Ist das ein Mineingang? Was seid? Ach so. Ah, seid ihr die Zwerge oder was? Ich bin größer als du, ich bin besser. Spaß beiseite. Glowstone. Wart ihr im Nether oder was? Jetzt. Geil! Aber ihr wart faul. Sieht man. Ihr wart stinkefaul. Und ihr solltet euch auch mal rasieren. Dringend. Dünn, 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 dünn. Natürlich kommt jetzt Redstone hin. Ich habe keine verfickte Eisenspitzhacke. Wie tief sind wir eigentlich? Oh, 41. Kam das her? Der hat was gefuttert.
the fuck? Es kommt irgendwo daher. Hier ist überall Redstone. Ihr könnt doch unmöglich so ein Hobbit-Picknick sein oder so. Komme ich für eure Graberei ein bisschen weiter. Oh, den fuck, wo bin ich denn jetzt? Was seid ihr? Ihr seid Zwerge. Er hat schon wieder was gefressen, gib mir was davon ab. Was? Nein, meine Spitzhacke reicht nicht aus. Ach, oh, wie kacke. Eisen. Oh ja, gib mir Eisen. Was sind das? So, das sind solche komischen Säulen. Oh ja, sexy Säulen. Ich liebe Säulen. Ich habe auch eine zu Hause stehen. Hennes, ich hätte auch sterben können, wenn ich niemals direkt nach unten graben. Minecraft-Regel war Uno. Ja. Italienisch Lehre mit Serax. Geht's da lang? Alter, ich verirre mich hier gerade. Oder ist es überhaupt Redstone? Das ist kein Redstone. Was? Das ist Kupfer. Was bist du denn? Oh. Du kommst mir gerade sehr gelegen. Da spare ich Holz. Bringe ich die Zwerge ein bisschen weiter. Was? Okay. Warum funktioniert das nicht mehr? Stirb, Obstfliege. Du kleine Drecksau, du. Ja. Warum funktioniert das nicht mehr? Alles klar. Alles klar. Keine Panik, Serax. Wo ist ein Ofen? Du bist und bleibst Kohle. Gut zu wissen. Eisen. Und noch mehr Höhen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe mich verlaufen. Also wenn sich der Serax so läuft, dann habe ich, dann verläuft sich jeder. Das ist eine Kiste. Die blüht euch mal schnell. Nehmt euch das Essen weg. Die haben Fackeln. Gut so. Schaufel, Kohle. Das da könnte ich doch vielleicht gebrauchen. So, wenn ich mich recht an den Weg zurück erinnere, geht's auch da lang, obwohl da müsste ich nach links graben, dazu bin ich jetzt zu faul. Alter, sind hier viele Erze. Das ist nicht wirklich Gold, oder? Okay. Sowas können. Kies ist wichtig. Kies ist wichtig, ist mir neu. Okay, dass hier Klaus dann einfach so vorkommt. So. Also, ich habe einen sehr guten Orientierungssinn. Wenn ich mich verlaufe, dann verläuft ihr euch auch. Außer jemand hat noch einen besseren Orientierungssinn, aber meiner ist schon verdammt gut. Okay, da müsste ich eigentlich auch graben. Ich will mal so Abkürzungen finden. Kupfer, gib mir. Aber hielt ich dich eigentlich für Redstone? Ich depp. Eisen, hier ist so viel Erz. Da wirst du so mit Erz vollgeschissen. Wo bin ich denn hier?
Ja, war okay, ich gehe dann mal wieder zurück und ziehe mein Kabel von der Maus nach, dass ich auch ein bisschen mehr Beinfreiheit genießen kann. Naja, das war nicht hier. Da oben ist auch eine Mine. So. Das, was ich für Redstone hielt, ist anscheinend Kupfer. Okay. Oh. Gib. Gib. Was brauche ich denn dann am allerwenigsten? Warte mal, das brauche ich noch weniger. Was bist du? Tin. Ja, ich weiß nicht, was Tin heißt. Übersetzt mir jemand mal das. Was heißt Tin? Tin. Oder Tein oder wie auch immer. Das nervt, dass ich hier ständig drüber springen muss. Gib mir Kupfer. Kupfer. Kann ich ein paar elektrische Leitungen machen? Elektrisierend an Stellen, die ihr euch schon mal denken könnt. Warum sind hier so viele Viecher mit Bärten, die sich Zwerge nennen? Ja. Es ist doch ein bisschen ähnlich aufgebaut wie in einer echten, wie in einer anderen normalen Mine. Wo geht's denn da lang? Zwerge, warum baut ihr so wenig Erze ab? Kleinen faulen Schweine hier. So. Zwergenpower. Nehmt den Hammer und zertrümmert die Hoden. Alter, gibt's hier viel. Da wirst du so zugeschissen. Alter. Ich kann nur noch Alter sagen. Weil. Lass dich nur alte Säcke anschauen. Nein. Okay, ach komm, graben wir uns mal durch. Sowieso meistens nicht so. Was bist du eigentlich? Meistens nicht so dick die Wände. Gute Grammatik du haben. Ich spreche in Yoda wie. Da habe ich doch schon nachgeschaut, ich Säcke. Okay, ich könnte eine Weile graben. So. Alter, hier gibt's verdammt viele Erze. Verdammt viel. Meine Spitzhacke ist kaputt. Heul. Okay, da geht's nicht weiter. Gehen wir mal dahin. Gott! Hier war ich bereits. Kohle brauche ich jetzt nicht unbedingt. Graben wir uns mal durch. What the fuck? Ja. Alter, wie viel Erz ist denn hier? Warum gibt es hier so viel fucking Erz in der Mine? Also es gibt ja schon in normalen Minecraft-Minen verfickt viel Erz. So, da findest du recht viel. Aber nichts im Vergleich zu hier. Ich habe natürlich das schweinisch gute Glück,
so eine verfickte Mine zu finden, die sich ja auch verdammt arg lohnt. Und ich weiß aber trotzdem nicht, mit was ich denn da anfangen soll, wie ich eigentlich den Ofen crafte. Wahrscheinlich muss ich mir einen suchen. Jetzt auf brutal viel Kohle. Alter. Das ist wie ein Wunderland, das ich nicht verdient habe. Mach mir Eisen. Was bist du? Oh, ein Zäpfchen. Warte mal. So sieht es. Es sieht eigentlich von oben fast haargenau so aus wie die Textur vom Stein. Du auch. Okay. Warte mal, was sind die Stalagmiten und was sind die Stalaktiten? Die Stalaktiten hören sich an wie Titten und die hängen natürlich. Titten hängen. Und die Stalagmiten, die stehen ab. So merke ich mir das immer. Die Stalaktiten sind Titten, die hängen. Oh, Alter, gibt's hier viel Eisen und alles. Verfickte Scheiße. Hier gibt's wieder Tein oder wie das auch heißen mag. Alter, fick mich hart. Was ist mit der verfickten Welt los? Spielhersteller. Was hast du hier angestellt? Was hast du da angestellt? Ja, nee, wir haben so viel Stein. Zu viel, meiner Meinung nach. Kann ich das überhaupt essen? Kann ich überziehen? Ja, ich kann überziehen. Das war's dann mit dem dritten Part von Let's Stay Alive von Minecraft. The Xerox of the Rings. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.